zusammen. Hi everyone. For the English people, I got a subtitle for you. Click here. Okay, nice. I think it's better. Tell me what you want. It's better subtitle or I speak English. I don't know. Tell me. Also gut. Nee, ich habe nur gerade gesagt, ob es besser ist, einen Untertitel zu machen für die englischen Leute oder ob ich Englisch sprechen soll. Gut, was ich hier machen möchte, ich habe hier 30 auf 24 cm einen Keilrahmen, habe hier eine Zitronenpresse, die habe ich jetzt hier bei, wenn ich mich nicht täusche, genau bei Pix raus, ist so wie ein Euroladen, Teddy sagt euch vielleicht auch was, und zwar nehme ich hier dann diese Oberfläche und werde da die Farbe reinlaufen lassen. Ich habe hier so kleine Kanten, also ich habe hier eine Erhöhung. Das müsste eigentlich funktionieren, ohne dass ich was unterlege. Und das werde ich jetzt mal testen. Und schauen wir mal, was rauskommt. Gut, Farben habe ich angemischt mit dem Vinylkleber weiß. Kennt ihr ja? Ups. Ist er euch bekannt? So, für die, wo es noch neu bei mir auf dem Kanal sind, dieser Vinylkleber ist von Artist Junior, von Gerstegger, ist eine Eigenmarke, also richtig, funktioniert richtig gut und recht günstig. Okay, ich habe angemischt Kirschrot, Blau-Violett, Permanent Grün-Hell und Weiß. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal einen Becher anmischen, also dreckige Mischen, ne, im Dirty Pouring. Und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen mit Silikon machen, dass auch so ein bisschen Zellen gibt. Und in der Mitte nachher nochmal ohne Silikon. Wir testen das mal. Ich werde mir jetzt geschwind, ich vergesse immer meine Handschuhe zu holen. Also besser ist es mit Handschuhe. Dann werde ich nicht so dreckig. Von lauter Aufregung, also die, wo meine letzten Videos gesehen haben, ich habe ziemlich noch schwer geschnauft, ja, geatmet. Weil heute ist eigentlich so der erste Tag, wo meine Nase nach der Operation wieder einigermaßen frei ist und ich, ja, wieder einigermaßen nachts auch Luft bekomme. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir starten. Ich nehme jetzt einen Becher, habe ja hier schon einen. Wie gesagt, mache ich den ersten Becher mit ein bisschen Silikon. Ihr kennt ja mein Silikonspray von Caramba. Ich werde mit Weiß anfangen. Mache einen Spritzer Silikon rein. Dann nehme ich erst was Dunkleres und nehme das Blau-Violett. Das Permanentgrün und das Kirschrot. So. Noch ein Spritzer Silikon. Mach da noch eine Schicht drüber, nochmal mit Weiß. Nochmal Grün. Spritzer Silikon. Mal rot und nochmal violett. So, dann habe ich einen vollen Becher. Das ist jetzt der erste Becher. Jetzt bin ich echt gespannt. Also ich habe es noch nicht getestet. Ich mache es auch das erste Mal. Versuche ich es in der Mitte laufen zu lassen. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu dick. Aber es scheint zu funktionieren. Na, jetzt kommt doch recht viel Weiß. Okay.
So, wie gesagt, jetzt mache ich mal einen Becher ohne Silikon. Starte mit Grün, Rot, Weiß, Violett. Mach das gleiche nochmal, ich habe ziemlich viel Grün drin hier. Und nochmal Weiß. Das Weiß verschwindet halt immer. So, dieser Becher ist ja ohne Silikon. Ich hoffe, es läuft weiter. Jetzt kommt das Grün. Da müsst ihr halt wirklich schauen, dass der Keilrahmen wirklich in der Waage liegt, also im Gleichgewicht ist. So. Es läuft noch. Wir machen jetzt das ganze Board voll. Dann würde ich nämlich sagen, noch etwas helleren Ton. Ich überlege gerade, ich mache einfach nochmal einen Becher mit Silikon dieses Mal wieder. Kommt gar nicht schlecht. Und das Weiß. Violett. Was ihr hier seht, ich sehe ziemlich wenig Grün. Deswegen mache ich jetzt viel mehr Grün rein. Ja, okay. Ich wollte Silikon machen, aber ist nicht so schlimm. Ich habe, glaube ich, genug Zellen. Und jetzt der letzte Becher, dann denke ich mal, haben wir den Rahmen auch voll. Ja, jetzt kommt schon wieder viel Rot. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Da läuft etwas schwerer, sehe ich gerade. Ich würde da gerne den ganzen Rahmen voll haben, aber ihr seht, es läuft immer schwerer. Darum helfe ich jetzt mal ein bisschen nach. Okay. Ein bisschen Farbe habe ich noch. Ja, ist gar nicht so einfach. Wenn natürlich das Board, also der Keilrahmen, ein bisschen nach innen geht, durch die Schwere hier natürlich auch, hört es irgendwann mal auf, dann bremst es hier. Dann hört es auf zu laufen. Ich kann jetzt eins machen, ich kann unten ein bisschen anlupfen. Das würde mir helfen. Das mache ich jetzt auch mal geschwind. Also ich hebe einfach von unten den Keilrahmen an.
beziehungsweise das Gewebe. Ja, aber es ist ziemlich viel rot und viel dunkel geworden. Stört mich ein bisschen. Ich helfe jetzt hier mal die Ecken ein bisschen nach. So. Und jetzt werde ich versuchen, diese Zitronenpresse. Ich putze mir geschwind mal die Handschuhe. Also ich werde jetzt versuchen, die Zitronenpresse vorsichtig wegzunehmen, ohne dass ich irgendwas wieder beschädige. Und dann schauen wir mal, wie es darunter aussieht. Okay, es läuft zusammen. Und viele Luftblasen. Okay, gut. Jetzt mal mit dem Heißluft vorhin drüber und dann schauen wir mal, was dann rauskommt. Da bin ich gespannt. So, habe jetzt hier natürlich viele Luftbläschen in der Mitte, wo die Presse war, beziehungsweise ja, Luftbläschen, Silikonbläschen, aber die kann man so wegmachen. Ich habe hier so mein Stäbchen hier, das ist ganz okay. Die ploppe ich einfach weg. Okay, ich habe jetzt viele Zellen, hatte mir aber eigentlich ein bisschen anderes Muster vorgestellt, ein bisschen extremer. Aber gut, warum nicht? Sieht auch nicht so schlecht aus. Das Grün ist recht gut rausgekommen, das Weiß ist ziemlich verschwunden, finde ich. Durch die Mischung, also ja, je mehr man es halt ineinander verlaufen lässt, muss man sagen, je mehr vermischt sich das natürlich dann auch. Dann sollte man vielleicht das nächste Mal, wenn man so einen Mischbecher macht, mehr Farbe von jedem oder von jeder Farbe etwas mehr rein und nicht zu arg mischen, dann denke ich mal, kommt da auch bessere Effekte raus. Aber gut, ich finde es so schlecht auch nicht. Man sieht leicht natürlich diesen Verlauf nach außen, aber ich habe es mir etwas mehr vorgestellt. Aber okay, war ein Versuch wert. Ist vielleicht noch, wie soll ich sagen, ja, übungsbedürftig. Also man kann da, denke ich mal, noch einiges machen. Wenn ich es vielleicht etwas höher mache nächstes Mal, von weiter oben runterlaufen lasse, kommt es vielleicht anders. Aber gut. Ich fand, es war ein Versuch wert. Warum nicht? Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich werde jetzt eins machen, wie immer halt. Ich lasse es nochmal für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von daheim. Dann bis gleich. So Leute, ich bin zurück. I'm back. Jetzt könnt ihr es mal von daheim sehen. Also wer ein Bild mit schönen Zellen machen möchte, kann das auch testen, habe ich festgestellt. Zellen kommen ja schön und viele. Ich glaube, ich werde es das nächste Mal ohne Silikon ausprobieren. Dann haben wir vielleicht mehr Struktur drin und weniger oder gar keine Zellen. Okay. Aber wie gesagt, Zellen sind brutal viele. Aber die Struktur, was ich eigentlich wollte, von innen nach außen, also diese Spirale kann man es ja nicht nennen, sondern diese Kreisel, wie auch immer. Gut.
Aber hat was. Also wie gesagt, ich werde das nächste Mal ohne Silikon machen und dann schaue ich mal, wie die Struktur dann rauskommt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Also gut. Hier sieht man noch die Mitte. Und dann kommen halt Riesenzellen. Ne? Okay, Leute, also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye.